Liebe Lisa Wagner, herzlichen Glückwunsch zur goldenen Kamera. Hand aufs Herz, wie aufgeregt sind Sie denn? Ja, vorher war ich überhaupt nicht aufgeregt. Ich war eigentlich sehr relaxed, weil ich dachte, das geht ganz verdient an Jutta Hoffmann. Und ich habe den Film auch gesehen. Sie hat das, es ist einfach eine grandiose Lady des Theaters und auch des Films. Deswegen war ich etwas geplättet, ja. Was denken Sie denn über Beate Zschäpe nach all der Beschäftigung mit dieser meist verstummten Frau? Ich glaube, das ist eine Person, die gelernt hat, irgendwie zu überleben. Das war mein Eindruck. Und das hinter dieser, wie soll ich sagen, hinter dieser eher opferigen, sie stilisiert sich ja so ein bisschen zum Opfer jetzt in diesen Gerichtsverhandlungen auch und so. Und ich dachte, da ist noch was anderes und das wollte ich gerne anwesend machen, ja, genau. Ob anpackende Journalistin in Weißensee oder ruppige, schlaue, einsame, effektive Kommissarin Heller, was muss denn eine Rolle haben, damit Sie annehmen? Ein Geheimnis und etwas, das nicht sofort offen zutage tritt, sondern wo ich versuchen kann, mich einzufühlen, wo nicht alles sofort offen zutage tritt, sondern wo Figuren, die gebrochen sind, Figuren, die störrisch sind, Figuren, die nicht glatt sind. Das macht mir am meisten Spaß. Ja. Schlussfrage, was ist Konkretes in der Pipeline? Ich drehe jetzt noch einen Kommissarin Heller fürs ZDF. Danach machen wir noch eine Staffel für Weißensee, die vierte Staffel. Und dann spiele ich Theater, also das ist jetzt erstmal so auf dem Plan. Ja. Dann genießen Sie die Nacht. Vielen Dank. Danke. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke.